Ciao, 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 meine Schalke-Freunde, YouTube-Freunde und Sportskameraden. Ja, Spiel ist gerade zu Ende. Erstmal ein Applaus an diese super Mannschaft. Applaus, 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 Applaus. Ehrlich, ich weiß nicht, wenn ihr auswärts spielt, warum habt ihr die Buchse voll? Warum habt ihr die Buchse voll? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. Schon bei der Aufstellung. Habe ich mir habe ich nur so gemacht. Ach du Scheiße. Matriciani und Lazza. Okay. Aber dann dieses Auftreten, wie schlecht sind wir defensiv? Allgemein Ballverluste schon im Angriff. Dadurch führen auch die Tore. Diese Ballverluste, den Ball lange halten, versuchen durch drei Mann zu laufen. Das ist zwei, dreimal, bumm, dadurch haben wir auch ein Gegentor kassiert. Das ist ja nicht nur die Defensive. Diese Ballverluste, dieses immer zwei, dreimal erstmal ausspielen, damit ich erst den Ball spiele. Was wollt ihr einen auf Messi machen? Wollt ihr sagen, ich bin der Geilste, ich bin der Beste? Spielt den Ball doch eher ab, damit wir diese Ballverluste nicht haben. Dass wir defensiv grottenschlecht sind, da brauchen wir nicht reden, da brauchen wir gar nicht reden. Man hat das heute wieder gesehen. Unglaublich, wie schlecht wir organisiert sind hinten defensiv. Kein Plan heute, null. Der Trainer von Berlin hatte einen Plan und der ist aufgegangen. Und ich hatte noch in meinem Vorbericht gesagt: Passt auf Rese und Tabakovic auf. Und was ist? Tabakovic macht direkt zwei Hütten. Klar, das 1-0, war ein bisschen Glück dabei, dass der am Pfosten ist. Aber ey, Schallenberg, nicht so machen. Nicht so machen und stehen bleiben. Hinterherlaufen, dranbleiben, den Fuß dazwischen. Du bleibst so im Strafraum stehen und lässt ihn weiterlaufen. Da ist schon mal der erste Fehler. Der zweite, Matriciano und Kabadai lassen sich wie Kinderkarussell. Was ist das? Wie im Kindergarten lässt ihr euch da ausspielen. Und Tabakovic steht schon wieder blank, blank, blank. Drei, da 3-2 auch. Ey. Ah, oh, ich kann doch nicht mehr. Kommst du aus der Halbzeit raus, denkst du, jetzt hat der Trainer die richtig angepackt. Boah. Rese macht wieder mit Matriciani, was der will. Flanke Müller sieht schlecht aus. Bumm, 4-2. Dann 5-2. Auch wieder über die Linke. Immer über Matriciani. Die wussten unsere Schwachstelle. Bumm, bumm, 5-2. Klar, da wurde die Luft schon rausgezogen aus der Pumpe. Weil unsere waren heute Luftpumpen auf dem Platz, unsere Spieler waren heute alle eine Luftpumpe auf dem Platz, wie eine Luftpumpe. Schlecht, grottenschlecht, Trainer, brauchen wir über dich, rede ich lieber gar nicht. Über den Trainer rede ich nicht, schreibt ihr ruhig über den Trainer. Ihr könnt so viel reden über den Trainer. Ich werde gar nichts mehr über den Trainer sagen, weil ihr kennt meine Meinung über diesen Trainer. Ihr kennt meine Meinung, ich greife ihn gar nicht an, könnt ihr jetzt machen. Ich halte mich raus über diesen Trainer, weil ich habe meine Meinung schon über den schon gemacht und ihr kennt meine Meinung, die wird sich auch nicht ändern. Aber heute haben 11 Luftpumpen auf dem Platz gespielt. Super. Ich weiß nicht, was das ist, wenn wir immer auswärts spielen und die Buchsen voll haben. Ehrlich, wir haben immer die Buchsen voll. Ey, Berlin war aggressiv, die wollten das Spiel gewinnen, die waren willig, die waren immer mit 2 gegen 1, die haben immer einen gedoppelt. Wir Angsthasen. Angsthasen. Null Angsthasen. Aber ich bin bedient. Ich bin bedient. Unglaublich. Wir sehen uns morgen in mein Live, 21 Uhr. Dann können wir ausführlicher reden und dann gucken wir uns auch mal die Spielszenen vielleicht an. Reden über die Spielszenen. Und dann kommt eine große Diskussion über jemanden. Ja, ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag. Ciao, ciao, arrivederci. Glück auf.